Gentlemen, welcome to the show. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matti, und ich präsentiere euch mein Update-Video für den Monat Februar 2023. Was soll ich zu diesem Monat sagen? Vielen lieben Dank, Filmonkel, weil viele Filme sind von dir dazu gekommen. Ich war dann einmal im PAD, habe da so gesehen 7 Filme bekommen, besser 3 Editionen. Dann ein etwas aktuellerer Film, der sogar auf Blu-ray ist, und zwar der einzigste Film auf Blu-ray. Und sonst einer noch aus Thalia und der Rest eben halt vom lieben Filmonkel. Aber wir fangen auch direkt an mit den ersten Filmen, oder besser mit der ersten Edition. Ich war dann Anfang Februar im PAD, bin da reingegangen, hab da ein bisschen rumgewöselt in dem Filmregal. Nix, einfach nur nichts. Ich so, toll. Es kommt diesen Monat nichts Großartiges und da findest du noch nicht mal irgendwas Altes, Klassisches, was du haben möchtest. Ja, gehst du mal hinten rein, wo die Hörspielkassetten wühlen. Wühl da rum, Bibi und Tina, 3 Fragezeichen, TKKG. Ach nee, auch nichts. Okay, gehst du wieder. Verabschiede mich von dem Mann, verabschiede mich von der Frau, guck Richtung Frau hin, weil man ja anständig ist, und auf einmal sehe ich da, auch da hat sie auch in ihrem Platz noch so ein paar Filme. Ich so, darf ich mir nur die Filme angucken? Sie so, ja klar, frag doch nicht, komm hin. Und direkt das erste, was mir aufgefallen ist, ist diese Edition, und die habe ich dann auch sofort gefragt, wie viel sie haben möchten. Die so, ja, gib mir 12 Euro dafür, dann ist es deins. Ich so, ja, nimm ich. Und zwar ist es eine 4-Disc-Edition von Sean S. Cunningham, besser bekannt aus Freitag der 13., die Haus 1 bis 4 Collection. Ja, in den ersten Film weiß ich, da spielt der Norm aus Cheers mit, und in den zweiten spielt eben halt der Postbote aus Cheers mit. Es ist, ja, was soll ich da sagen, eine Horrorkomödie. Ich kann mich daran erinnern, ganz dunkel als Kind, ich hatte tierische Angst vor diesem Bild. Weil mein Bruder hatte eine Zeitschrift, da war es drauf, und wenn wir früher mal in den Bibliotheken waren, da habe ich dieses als VHS-Kassettenlogo gesehen, / eben halt auch als Poster in den Bibliotheken. Aber ich habe mir den ersten Teil reingezogen und ich muss sagen, Hilfe, was ist das? Meins war es jetzt ganz ehrlich nicht, weil ich fand es schon irgendwie sehr übertrieben kitschig billig. Was er an Kultcharme hat, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt mir es unten in den Kommentaren, weil mein Fall war es wirklich nicht. Aber ich habe jetzt hier Haus 1 bis 4 und Teil 4 das erste Mal auf DVD in deutscher Sprache. Und da bin ich schon mal happy, zu so was Schönes mal wieder gefunden zu haben. Einmal die Vorderseite vom Pappschuber und die Rückseite. Und ich öffne einfach mal den für euch und zeige euch so, wie es ist. Haus 1, 3 und 4 sind ab 16, außer Teil 2, der ist ab 12. Und so sieht es innen drin aus. Und so von außen. Wenn ihr was von Haus haltet, schreibt es mir. Ich rede jetzt von Haus, die Filmreihe, nicht von Dr. House mit Hugh Laurie. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und da war ich dann doch happy, dass ich sowas bekommen habe. Auch wenn es jetzt der erste Teil nicht so mein Fall war, habe ich mir gedacht, komm, gehst du nochmal nach hinten und schaust mal nach, weil die haben dann noch so einen Pappkarton. Da sind manchmal so Zwischenlagerungsfilme. Ich Pappkarton aufgemacht, hole raus, nix. Ich so, oh, was fällt mir denn da auf? Ein Film, der noch OVP ist. Und zwar ein Film mit George Clooney. Und zwar bestimmt sein schlechtester in der Vita ab 12 Jahren, die Rückkehr der Killertomaten. Ja, ich habe die Rückkehr der Killertomaten auch mir am selben Tag im PA gegönnt. Aber ihr hört es rascheln, weil der Film ist noch OVP, weil mir fehlt noch der erste Teil. Wenn ich den ersten Teil habe, werde ich mir beide mal an einem Wochenende schön hintereinander reinziehen. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob sie mir gefallen. Teil 1 weiß ich, ist Trash. Teil 2 wird auch nur noch Trasher. Und hier einmal die Rückseite von Die Rückkehr der Killertomaten mit George Clooney. Im letzten Monat habe ich hier vom lieben Arbeitskollegen Dragonheart einen neuen Anfang bekommen, und deswegen war ich ja auch im letzten Monat Januar auch im PA und habe da geguckt, ob ich da Dragonheart finde, weil das wusste ich im Dezember, dass der da rumstand, aber er war weg. Und als ich mir die 5 Filme hier geholt habe, Haus 1 bis 4 und eben halt die Rückkehr der Killertomaten, habe ich die angesprochen, ja, ihr hattet doch letzten Monat hier noch, besser im Dezember,
Drenghard, ja, stimmt, hatten wir, sagte die Frau. Aber der ist, glaube ich, unten in der Kiste für Flohmarktverkäufer. Ich sage, darf ich mir die Kiste raus? Ja, du darfst, aber räum bitte wieder ein. Ich sage, klar, sicher mache ich. Und wusel, 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 wusel. Und was finde ich? Ja, da war Drenghard. Aber was ich dazu nicht wusste, es ist eine Doppel-DVD, ein Doppelpack. Und zwar mit Drenghard, mit dem guten alten Dennis Quaid und Drenghard, ein neuer Anfang, dem Film, den ich auch von meinem lieben Arbeitskollegen Michael bekommen habe. Aber so habe ich jetzt eine Doppel-DVD-Set mit beiden Teilen drin und ein neuer Anfang bleibt in meiner Sammlung, weil ich den schon katalogisiert habe für meine DVD. Einmal die Vorseite und die Rückseite. Und ich mache jetzt einfach mal die Disc auf. Einmal die erste Teil und einmal hier den zweiten Teil von Drenghard. Und jetzt kommen schon die ersten Filme vom lieben, lieben Filmonkel. Als wir das letzte Mal auf der Börse waren und auf der Heimfahrt, meinte der so, Sebastian, ich glaube, ich habe genau den Film für dich. Ich habe mir mit meiner Frau reingezogen und der war scheiße für mich. Aber ich glaube, der könnte deinen Humor treffen, weil er ist da drauf reingegangen, weil diese Hülle eben halt die guten alten Filmmonster beinhaltet. Aber im Endeffekt soll es ein reiner Trash-Film sein, der eben halt im Thema Wrestling, ein Wrestling-Film mit Filmmonstern. Es ist ein Film mit Dave Foley, Robert Mylett, Lance Hendrickson, stirbt der, Art Hidden, Herb Dean, Jimmy Hart, Jimmy the Mouth of the South Hart, so, und Kevin Nash, besser bekannt als Big Sexy Cool Diesel. Und zwar Monsters Brawl. Ja, wie es darum geht, es ist ein Film, wo der Werwolfmann gegen Frankenstein in einen Wrestling-Ring antritt. Oder Lady Vampire gegen die Mumie. Cyclops gegen Witch Blitch, Bitch. Trailer angeguckt, wie immer, alle Trailer unten in der Infobox verlinkt. Und er sieht schon sehr trashig aus. Aber ich mag ja sowas, manchmal so billige Trash-Filme. Und da habe ich gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du mir den gerne mal geben. Und ich habe ihn jetzt und ich werde mir bald genüsslich reinziehen. Einmal im Pappschuber und hier so die Disc. Frankenstein sieht hässlich aus. Aber was ich vom Film halten muss, keine Ahnung. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht ganz gesehen. Außer der Trailer natürlich. Weil ganz ehrlich, in diesem Monat habe ich mir sehr, sehr viele ältere Filme reingezogen aus meiner Sammlung wie Geostorm, Achterbahn, Das Urteil, so Filme habe ich mir reingezogen, aber die aktuelleren, die reingekommen sind, nö. Und dann der Filmonkel hat mich dann auch angeschrieben oder angesprochen, ja, ich habe was am Flohmarkt gefunden, bringe ich mit, weil das ist ja dein Film. Und zwar Casino, yep. Casino mit Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods. In einer Two-Disc Special Edition, ein Film von Marty Scorsese. Muss ich was dazu verlieren? Nein, ich muss dazu nichts verlieren. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Casino Two-Disc Special Edition. Der Sebastian, such dir mal ein paar Filme aus meiner Tauschbox aus, weil ich habe da langsam keinen Platz mehr für und brauchst mir auch nicht zu geben. Ich sage, ja, ich will dir was geben. Ich sage dir meine, nee, da brauche ich nicht, habe ich schon alle. Aber kannst dir welche ausmachen. Ja, und dann habe ich beim lieben Filmonkel eben ein paar ausgesucht noch nebenher. Und zwar ist es ein Film mit Paul Henry, Ingrid Bergman und Humphrey Bogart. Casablanca im Snapper. In einem wunderschönen Warner Brothers Snapper Case. Heiliger Scheiß, ich habe Casablanca im Snapper vergessen. Ja, den Film hatte ich vorher schon auf DVD, aber nicht im Snapper. Und da sage ich auch nochmal Danke zu meinem Freund für diesen schönen Film im wunderschönen Snapper. Und hier einmal die Rückseite von Casablanca. Und ich sage nein, schau mir in die Augen, Kleines. Toll, danke. Dann habe ich mir noch in dieser Tauschkiste ausgesucht, einen Film, den ich schon lange mal wieder sehen wollte. Ein Film mit eben halt... wie heißen die? Matt Dillon, Cameron Diaz und Ben Stiller. Verrückt nach Mare Mary. Ja, den Film fand ich, als er rauskam, richtig
lustig, richtig gut, richtig quietschbunt, so richtig Anfang 2000er, Ende 90er Jahre Film. Und ich wollte den Film einfach mal wieder sehen und habe gesagt, den nehme ich auch raus, sagen in der Kiste, der so, kein Problem, ist deiner, kannst du jederzeit abholen. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von dem Film, Verrückt nach Mehr Mary. Ja, und ich fand da früher Cameron Diaz. Und jetzt ein schlechter Film. Ein schlechter Film in einem Snapper-Case. Ja, muss ich so sagen. Ein Film, der gute 115 Minuten dauert. Komplett von Scientology produziert ist. Und zwar ein Film mit John Travolta. Battlefield Earth, Kampf um die Erde. Auch der gute alte Forrest Whitaker spielt mit. Ja. Klar habe ich den Film schon mal irgendwie ein paar Minütchen im Fernsehen gesehen. Er ist aber wirklich schlecht, schlecht, schlecht. Also, ne, aber ich wollte die Snapper haben und ich habe auch wieder ein weiteres Snapper in meiner Sammlung und deswegen habe ich mir den beim lieben Filmonkel ausgesucht. Und das war die Rückseite von John Travolta's Battlefield Earth Kampf um die Erde. Und jetzt, meine Damen und Herren, meine Freunde, haltet euch fest, jetzt kommt der aktuelle Film. Der aktuelle Film, der nicht zu dieser Jahreszeit passt, aber der Film ist einfach nur geiler, kranker Scheiße. Mir hat er richtig gefallen von Anfang bis Ende. Am Ende des Films hatte ich Lust, meine Wohnung weihnachtlich zu dekorieren. Jetzt müsste es Klick gemacht haben. Und zwar ist es ein Film mit der guten alten Beverly D'Angelo, John Leguizamo und der David Harbour ist der Santa Claus in Violent Night. Geil. Genau mein Geschmack. Von der Action, vom Humor, von den Effekten. Einfach nur ein kranker Scheiß, einfach nur ein kranker Scheiß. Guckt euch den Trailer unten in der Infobox an. Mir hat der Film gefallen. Einfach nur richtig schön. Die Weihnachtsdeko, wirklich, es war alles perfekt. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, ist Beverly D'Angelo. Die hat ja jetzt Fahrradlippen. Aber so ist der Film einfach nur eine Granate. Einfach nur toll. Es geht darum, der Weihnachtsmann ist natürlich auf seiner Weihnachtstour und ein junges Mädchen, was aus so einer richtig, richtig reichen Familie ist, kriegt dann vom Vater, weil er eben halt was versprochen hat und nicht eingehalten hat, ein Walkie-Talkie, wo er angeblich mit dem Weihnachtsmann reden kann. Natürlich, Heiligabend kommen die Bösen und möchten aus diesem Zelfraum dieser Frau, Beverly D'Angelo, eben halt ein bisschen Geld abholen. So 300 Millionen Dollar. Und durch das Walkie-Talkie, was das Mädchen hat, kann sie mit dem Weihnachtsmann sprechen. Und dann geht die Action los. Und einfach nur geil. Stirb langsam das Grüßen mit dem Weihnachtsmann. Einfach nur schöner Film. Daumen hoch und für mich der beste Film, den ich mir bis jetzt in diesem Jahr gekauft habe. Von den Neueren. Nicht die Älteren. Die Älteren gehen immer außen vor. Aber von den Neueren der beste Film. Einmal die Vorderseite und die Rückseite der Blu-ray Violent Night. Und jetzt denkt ihr bestimmt, schon wieder habe ich ein Déjà-vu. Ja, ihr habt ein Déjà-vu. Und zwar, es ist ein Film von Martin Scorsese, Robert De Niro, Sharon Stone und Joe Pesci präsentiert Casino in der Two-Disc Special Edition in einem Pappschuber. Da hat der liebe Filmonkel mich sonntags irgendwann mal angeschrieben, vor 2 Wochen, und meinte so, Sebastian, ich bin hier am Flohmarkt, ich habe da was. Hat er auch in seinem letzten Video erwähnt, wo er mit Star Wars präsentiert hat. Willst du das? Ich gucke mir das an, ich so, warte mal, guck mal, nee, das sagt mir nicht, bring einfach mit. Und zwar eben halt Casino in einem Pappschuber mit eben halt Pappinnenleben, einmal hier Robert De Niro, hier Sharon Stone und Joe Pesci. Und wenn man das hier aufmacht, hat man die einzelnen beiden Discs drin und ich hole sie einfach mal raus. Wunderschönen Artwork von Vegas. Einfach nur ein Traum und eine schöne Edition. Und da bin ich jetzt auch stolz, dass ich diese Edition des Filmes Casino, natürlich meines Lieblingsfilmes Casino, so in der Sammlung habe. Und dazu sage ich nochmals Danke, Filmonkel, dass du an mich gedacht hast und mich direkt angeschrieben hast. Und ich habe einen weiteren Teil Casino in meiner Sammlung. Daumen hoch dafür. Einmal die Vorderseite. Und die Rückseite vom Film Casino in dieser Two-Disc Special Edition in ein Pappschuber. Und jetzt kommt der letzte Film. Ein Film mit Mark Ruffalo. Nein, er ist nicht der Hulk in dem Film.
Er ist der Hulk, aber nicht in dem Film. Und der Reese Witherspoon. Solange du da bist, Liebe findet ihren Weg. Es spielt auch noch der Donald Lumet. Es geht darum, die Reese Witherspoon ist eine engagierte junge Ärztin, die durch einen Verkehrsunfall im Koma fällt. Mark Ruffalo sucht sich eine Wohnung zur Untermiete, nimmt ihre Wohnung und der Geist, oder besser gesagt die Seele von Reese Witherspoon, stalkt ihn. Es ist eine nette, leichte Sonntagnachmittagsunterhaltung. Also für Samstagabends oder Abendprogramm ist der Film nichts, aber für Nachmittags, Vormittag ist das schon mal sehr, sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir hat er gut gefallen. Aber die Vorseite und die Rückseite vom Film, solange du da bist. Und das war der letzte Film, den ich mir im Februar gekauft habe. Es ist nicht die große Ausbeute, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schön, zweimal Casino, zwei Snapper Cases, einen geilen Film namens Violent Night, der mir richtig, richtig gut gefallen hat. Haus, ja, die Edition, okay, Film war jetzt nicht so meins. Killer Tomaten, auch sehr schön. Aber ich muss sagen, das ist doch schon sehr, sehr ansprechend, diese kleine Ausbildung. Man muss es ja nicht immer auf Masse machen. Es hat ja auch eher was mit der Klasse zu tun. Und das war jetzt wirklich das Ende meines Videos. Wenn es euch wie immer gefallen hat, gebt bitte ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, ein Däumchen nach unten. Schreibt mir zahllos in den Kommentaren, was ihr von dem Film haltet. Was haltet ihr von Haus? Habt ihr schon Monster Brawl gesehen? Mögt ihr hier so Liebeskomödien wie Solange du da bist oder andere wie Sweet Home Alabama? Würde mich mal brennend interessieren und ich würde mal sagen, mach nicht mehr so dolle, bis demnächst und tschüss, euer Wutal.